Anfang muss denn die Menschheit laufen? Sie konnten auch reiten. Oder sie konnten in Kutschen oder in Wagen fahren. Vor 200 Jahren wurde ein Laufrad erfunden. Das Laufrad war aus Holz. Später baute man am Vorderrad Pedale. Man konnte aber nur langsam fahren. Deswegen erfanden die Leute die Hochräder. Damit konnte man sehr schnell fahren. Aber es gab viele Unfälle. Außerdem musste bei den Hochrädern jemand helfen zum Auf- und Absteigen. Deswegen machte man das Vorderrad wieder kleiner. Deswegen wurden 50 Jahre später die Ketten erfunden. Jetzt konnte man gemütlich treten. Und schnell fahren. Und sicher. Die Fahrräder waren nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall wie heute. Ein Film von Carlo, Silas, Lars, Ella, Sophie, Clara, Anju, Joko, Aki. Die Geschichte von Fliegen. Schon seit vielen tausend Jahren wollten die Menschen fliegen. Zuerst versuchten die Menschen, wie Vögel mit Federn zu fliegen. Und es gab viele Experimente. Und viele Unfälle. 1783 gab es den ersten Flug mit dem Heißluftballon. Man konnte mit ihm weit fliegen, aber schwer lenken. Otto Lilienthal flog 1891 mit seinen Gleitflügeln aus Stoff und Holz 15 Meter weit. Er flog über 2000 Mal. Flog der erste Zeppelin. 40 Jahre lang wurden Zeppeline oft benutzt. Dann gab es einen großen Unfall. 1903 gab es den ersten Doppeldecker mit Propellern hinten. Später baute man den Propeller vorne an, damit man besser steuern konnte. Flog das erste Passagierflugzeug. 16 Menschen hatten darin Platz. Heute passen Hunderte von Menschen in ein Flugzeug. Und viele Menschen nutzen das Flugzeug. Leider schadet das Fliegen der Umwelt sehr. Ein Film von Arthur, Miriam, Floyd, Milo, Luan, Noah. Seit wann gibt's Fotoapparate? Zuerst wurde die Kamera Obscura erfunden. Vor fast 500 Jahren. Kamera Obscura. Es war eine schwarze Kiste mit einem kleinen Loch. Und einer Bildfläche. Vor der Kiste ein Mensch steht, tragen die Lichtstrahlen sein Bild in die Kiste. Man sieht das Bild einer Kiste hinten verkehrt herum. Zuerst benutzten Maler die Kamera Obscura und zeichneten die Bilder ab. Später konnte man die schwarzen Kisten zusammenschieben und besser transportieren. Lange suchten die Erfinder, was Licht festhalten konnte. Und dann erfanden sie die Silberplatte. Auf den Silberplatten sah man das Licht in Schwarz- und Grautönen. So entstand die erste Fotografie.
Ein Film von Tara, Paula, Luise, Nele. Die Erfindung des Computers. Früher waren Computer groß wie ein Zimmer. Konrad Zuse erfand im Jahre 1940 den ersten Computer. Den Z1. Anfangs konnten Computer nur rechnen. Deswegen nennt man sie heute auch Rechner. Der Z64 war der erste Zeichencomputer. Die ersten Computer speicherten die Information auf Magnetbändern. Computer sprechen eine eigene Sprache. Sie verstehen nur Nullen und Einsen. Eine 8 sieht bei einem Computer zum Beispiel so aus. Und ein Foto von einem Gesicht so. Heute gibt es viele, viele Computer in unserem Alltag. In Waschmaschinen, in Überwachungskameras, in Autos, in Fernsehern, in Handys und in Flugzeugen. Ein Film von Kasimir, Raul, Cecilia, Levin.